Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Das neue iPhone oder die neuen iPhones sind ja da und natürlich tierisch teuer und die müssen geschützt werden. Und heute zeige ich euch zwei ganz besondere Varianten, um hier ein bisschen Schutz drauf zu bringen. Und die kommen von Pitaka, kennt man vielleicht schon. Ich teste schon seit Jahren von denen die Cases. Und das hier sind die neuen Aramid Cases für das iPhone 12 Pro Max. In meinem Fall gibt es natürlich auch fürs normale 12er und fürs 12 Pro. Und das Besondere an diesen Cases hier ist, einmal die sind super, super leicht und aus einer ganz bestimmten Faser. Der Aramidfaser, wem das nichts sagt, das ist die gleiche Faser, aus der auch kugelsichere Westen gemacht werden. Von daher sehr leicht, sehr robust, sehr widerstandsfähig. Und man sieht schon, die Teile sind mega, mega dünn. Und naja, sie wiegen ja auch hier, das Aircase, das wiegt nur 10 Gramm. 10 Gramm, das ist wirklich hier drei fette Mücken. Und dann habt ihr das gleiche Gewicht, wie hier dieses Aircase hat. Ich leg's mal an. Also ihr seht schon, da gibt es keine Polsterungen oder irgendwelchen Stoff oder sowas. Das ist rein die Aramidfaser. Ganz straight forward. So, einmal dann hier einlegen. So, so und dann so. Das schnappt hier ganz gut in Position. Klack. Und schon sitzt und passt das Case. Und seid mal ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier so in der Hand halte, würdet ihr von vorne erkennen, dass ich hier ein Case drum habe? Ich sage mal, wahrscheinlich erstmal nicht, denn es trägt echt kaum auf. Was positiv ist, aber gleichzeitig auch ja, so ein Schwachpunkt von der ganzen Geschichte. Erstmal von der Haptik her, das fühlt sich super angenehm an. Also richtig samtig weich vom Gefühl, wenn man dort drüber streicht. Sehr angenehm. Man hat auch einen guten Grip, das heißt, das ist nicht rutschig oder so. Sehr, sehr schön. Die Kamera hinten, die wird ausreichend geschützt. Ihr seht, dort gibt es eine Erhöhung und die geht minimal über die Kameralinsen drüber. Wirklich nur minimal. Das heißt, wenn das Teil oder wenn das iPhone so dann hier auf dem Tisch liegt, dann schrubbelt da nicht die Kamera auf dem Tisch, sondern eben diese Erhöhung, damit die geschützt ist. Das ist ja echt wichtig. So, Schutz. Schauen wir mal um die Seiten rum. Auf der Unterseite sehen wir auch, die ist relativ offen. Das heißt, Lightning Port, Mikrofon und Lautsprecher liegen hier offen, haben gar keine Abdeckung. Und auf der linken Seite genau das gleiche Spiel. Power Button, Mute Switch und Lautstärketasten liegen frei. Auf der rechten Seite sehen wir, ja, der Power Button, der ist ausgespart, also keine Abdeckung. Und auch die Oberseite, die ist fast komplett ausgespart. Und das ist wirklich der einzigste Punkt, der mir nicht so dran gefällt, denn ja, wenn das mal runterfallen sollte, dann bekommt man dann doch irgendwie hier Macken rein, wenn es blöde landet. Genauso auch auf der Oberseite. Also das ist immer so ein Punkt, aber das ist wohl designmäßig nicht anders machbar. Das hat mich schon immer bei diesen Cases hier etwas gestört, weil die nicht den perfekten Rundumschutz bieten. Also das war das Pitaka Aircase, super dünn. Dann gibt es hier noch das Pitaka Mac EZ Case, wie auch immer man das ausspricht. Ja, hier ein richtig fettes Teil, das wiegt schon 17 Gramm. Heieieiei, 0,85 mm dick oder besser gesagt dünn ist das Ganze. Und ich packe es mal eben aus, dann seht ihr auch hier, wie das mit der Verpackung so gemacht ist. Da steht auch nochmal genau drin, wie man hier iPhone oder Samsung, gibt es eben auch für verschiedene, wie man die am besten dann nochmal hier rausbekommt aus dem Case, an welcher Ecke man anfangen soll. So, das ist dann das magnetische Case, beziehungsweise das Case für diesen magnetischen Mount, den es noch gibt. Dann finden wir hier drin noch eine kleine Übersicht, was alles so für Geräte angeboten werden. Wir haben hier Carholder und alle möglichen Zubehörteile. Also einmal Werbung für Pitaka, bitteschön. Zack, weg. Dann Dankeschön für den Kauf. Und das Besondere ist nochmal hier diese kleinen Sticker. Wenn ihr nämlich irgendwie durch eine Fertigungstoleranz leicht Spiel haben solltet, könnt ihr den Aufkleber hier in das Case reinkleben. Und zwar, ja, hier so auf die Stelle und dann sollte das passen für euch. Aber ich hatte hier kein Spiel, bei mir hat das so schon perfekt gepasst. So, hier ein kurzer Überblick, so sieht das Teil aus. Da steht es kompatibel mit Pitaka Magnetic Mount, also mit den magnetischen Halterungen. Die gibt es einmal fürs Auto oder auch für so. Und das Besondere ist, hier ist eben ja eine Metallplatte drin und hier ist eine Metallplatte drin, aber nur hier oben und hier unten, so dass weiterhin hier auch per Qi-Ladung aufgeladen werden kann. Das funktioniert, denn hier in der Mitte
Hälfte, wo das Coil ist, da ist ausgespart worden. Aber man kann es eben an diese Halterungen dann einfach magnetisch dran packen. Habe ich in der Vergangenheit schon getestet, hält bombenfest. So, und was uns auffällt, ja, wir haben hier ein anderes Muster. Ihr seht, das Muster auf dem magnetischen Case, das ist einfach ein bisschen größer. Das andere ist kleinkarierter. So, jetzt wechseln wir mal noch schnell. Also wir sollen anfangen, da an der Seite. Also hier drücke ich dann mal ein bisschen das Case raus. Klack, dann gehen wir hier unten ran. Ja, so, geschafft. Also erst die linke Seite einmal hier rausbekommen. Das ist echt das Schwierigste. Dann kann man das Case nochmal abnehmen. So sieht es aus. Kann zur Seite, 10 Gramm weg, Schwere 17 Gramm daher. Am besten hier erstmal die Kamera oben einlegen, dann nochmal reindrücken, drücken, drücken. Passt, sitzt schon. Also rein bekommt man die wesentlich leichter als raus. So, und dann sieht das eben so aus. Auch schön eben, ja, vom Muster her ein bisschen größer, fühlt sich aber genau so an. Und wie gesagt, magnetisch kann dann an die Halterungen dran gepoppt werden. Ja, vom Schutz her auch ausgespart, auch hier unten ausgespart, überall. Ja, das ist mein kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe bei den Pitaka Cases. Ansonsten finde ich die Teile echt, echt schön und ihr findet die auch hier unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie alle weiteren Videos, die ich hier zum iPhone 12 Pro Max bereits aufgenommen habe. Schaut gerne mal in meine Playlist. Und das wäre es dann auch gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut!